Woche 6, Video 2. Wir sind bei der Taylor-Formel. Und zwar Taylor-Formel für Funktionen im Rn. Der wichtigste Teil der Taylor-Formel, also jetzt für den Beweis der Taylor-Formel, die noch nicht dasteht, aber der wichtigste Teil für den Beweis ist hier dieser Satz. Den haben wir in Video 1 hergeleitet. Die Schwierigkeit war da vor allem, dass wir uns mit Multiindizes beschäftigt haben. Was ist denn eigentlich D hoch Alpha für einen Multiindex Alpha? Alpha ist in n hoch n, also eine natürliche Zahl hoch n, ein Vektor mit kleinen n Einträgen und jeder Einteil ist eine natürliche Zahl. Was ist dann D Alpha und was ist Xi Alpha? Das haben wir alles im Video 1 gemacht. Und wir haben dann Möglichkeiten gezählt. Und mit diesen Möglichkeiten zählen kamen wir auf diesen Vorfaktor K-Fakultät durch Alpha-Fakultät, wo Alpha-Fakultät eben dieses neue Objekt ist. Alpha 1, Alpha 2, dieser Vektor Fakultät ist Alpha 1 Fakultät mal Alpha 2 Fakultät. Gut, damit haben wir diese Formel abgeleitet. Und mit der kommen wir jetzt schnurstracks zur Taylor-Formel. Das ist Satz 2. Ich hatte auch schon im Video 1 motiviert, wie wir da hinkommen. Das geht jetzt also tatsächlich sehr schnell. Das ist jetzt die Taylor-Formel. Die Situation soll genauso sein wie hier. Also ich mache das jetzt mal kurz. F geht von U nach R. Muss jetzt aber, ich denke, da ist jetzt ein Term K plus 1, also seit K plus einmal stetig differenzierbar. Stetig differenzierbar und wir wollen auch wieder x und xi wie vorher, wie in Satz 1, also dass die ganze Strecke von x nach x plus xi auch noch in dem U liegt, dann gilt so, das klein g von 1 ist ja f von x plus xi und das klein g von 0 ist f von x. Und wir wollen ja das f von x plus xi beschreiben durch Daten von g in der 0. Das gelingt jetzt also, dann f von x plus xi ist, ja, also wir hatten gesagt schon, eindimensionale Taylor-Formel. Eindimensionale Taylor-Formel heißt, g von 1 ist, und jetzt Taylor-Formel für g um die 0 herum. Da brauchen wir jetzt die alle Ableitungen von g in der 0, die stehen hier. Das ist also die Summe, wir nehmen immer Multiindizes der Länge k. Hier steht die Ableitung, die schreibe ich jetzt aber nicht komplett ab, sondern ich lassen wir das K-Fakultät weg, also 1 durch Alpha-Fakultät, d Alpha f von x, xi hoch Alpha bis auf das K-Fakultät, habe ich also das hier jetzt einfach abgeschrieben. Ja. Taylor-Formel für g lautet, ich muss die alle Ableitungen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich will ja nicht nur die Kartenableitung nehmen, sondern ich will auch alle bis k nehmen, also kleiner gleich k. Auch die nullte Ableitung muss ich erstmal nehmen und dann die erste und so weiter bis zur k. Okay. Ich habe jetzt also alle Ableitungen von g durchgegangen, nehme dann bei der Kartenableitung von g mal 1 hoch k, 1 ist, weil ich ja g von 0 und g von 1 vergleiche, mal 1 hoch k, dann bin ich fertig, aber was ich natürlich nicht vergessen darf, habe ich in Video 1 extra ausführlich daran erinnert, ist das 1 durch K-Fakultät. In der Taylor-Formel von g steht vor jedem Term ein 1 durch K-Fakultät und wenn Sie bedenken, hier steht ein K-Fakultät, durch K-Fakultät ist genau weg. Also so ist die Taylor-Formel. Also das ist jetzt sozusagen eine unmathematische Form der Taylor-Formel, wäre es, wenn ich sagen würde, f an der Stelle ist ungefähr gleich dem. Aber so sollten Sie ruhig denken. Also f an der Stelle ist ungefähr gleich dem. Aber machen wir es zu einer korrekten Formel. Dann kann ich sagen, naja,
G von 1 ist, und dann nehme ich die Terme bis zur Ordnung K, alle Ableitungen von G bis zur Ordnung K. Aber jetzt fehlt noch ein Restglied und da kann ich die K plus erste Ableitung von G an einer geeigneten Zwischenstelle nehmen. Und genau das mache ich. Dann nehme ich also jetzt die Alpha-Betrag gleich K plus 1. Ich nehme also jetzt den nächsten Term, schreibe dieses Ding hier ab. 1 durch Alpha Fakultät, G Alpha F von, ja, und jetzt nehme ich aber eine Zwischenstelle. Die Zwischenstelle ist X plus Theta Xi. Ich gehe also nicht 0 in Richtung Xi, auch nicht 1 in Richtung Xi, sondern irgendwas dazwischen. Und dann Theta Xi hoch Alpha. Also der Rest ist genau wie hier. Aber ich nehme die nächsten Ableitungen. Genau. Und das gilt eben für ein Theta zwischen 0 und 1. Also das ist jetzt die Theta-Form, jetzt steht es wirklich mathematisch richtig da. F an der Nachbarstelle ist gegeben durch diese Polynomentwicklung plus ein Rest, was sozusagen dasselbe Polynom ist, jetzt für den nächsten Index, für die nächste Ableitungsordnung. Aber da muss ich die Zwischenstelle nehmen, damit es wirklich eine Gleichheit wird. Ja, der Beweis ist wirklich ganz geradeaus und kurz. Wir müssen eben Satz 1 verwenden. Also, kleiner Spaß, ich schreibe Satz 1 und dann steht es da. Also, machen wir es noch ein bisschen ausführlicher. Wir wissen von der Taylor-Formel, im Eindimensionalen, also für G, was von R nach R geht, dass G von 1 gleich, ich schreibe den nullten Ordnungsterm ja gar nicht extra, nullte Ordnung ist sozusagen in dieser Form enthalten, also ist die Summe und da gehe ich jetzt bis zur Ordnung K, brauche ich ein J, J gleich 0 bis K. Dann die Ableitung, J-Ableitung von G an der Stelle 0 mal 1 hoch J, schreibe ich mal dazu, damit Sie es wiedererkennen, dass man hier jetzt hier von 0 bis 1 läuft man ja 1 nach rechts, dieses 1 muss man noch hoch J nehmen. Und dann der Term, auf den ich immer hinweise, ist das 1 durch J-Fakultät. Und dann ein Rest. Wir sind ja nicht ganz fertig. Man braucht auch noch das 1 durch K plus 1 Fakultät. Also ich will jetzt einfach den nächsten Term hinschreiben. Nach K kommt K plus 1. 1 durch K plus 1 Fakultät. K plus erste Ableitung von G. Und jetzt eben nicht die 0, sondern von einer Zwischenstelle Theta zwischen 0 und 1. Das ist dann dasselbe Theta wie hier. Mal trotzdem 1 hoch K plus 1, da schreibe ich 1 hoch K plus 1. Ja, das ist dann der letzte Term. Auch im Fehlerterm ist ja das Xi hoch Alpha genauso wie hier. Nur die Auswertung der Funktion, diese Zwischenstelle bezieht sich nur auf die Auswertung, wo ich die K oder K plus erste Ableitung bestimme. Ja, und jetzt nehmen wir aber Satz 1. Satz 1 sagt, was gj von 0 ist. Ja, also ich benutze natürlich das g wie in Satz 1, also g von t ist r von x plus txi. Ja, das ist genau wie in Satz 1. Und dann ist das die J-Ableitung von G, also ich muss einfach nur K durch J ersetzen, ist die Summe, und jetzt steht da Alpha-Betrag gleich J, und dann steht da eben K-Fakultät durch Alpha-Fakultät, aber das K ist ja ein J. J-Fakultät durch Alpha-Fakultät, G Alpha F. An der Stelle jetzt t gleich 0, xi hoch Alpha. Ja, und jetzt sehen Sie eben nochmal, was wir vorhin mündlich schon gemacht haben.
Hier ist ein 1 der J-Fakultät und hier geht es mit einem J-Fakultät los. Die kürzen sich weg und es bleibt eben nur übrig 1 durch Alpha-Fakultät d Alpha f Xi hoch Alpha, genau wie in der Form. Das ist genau diese Form. Ja, und im Rest steht auch genau dasselbe, nur wird eben an einer Zwischenstelle ausgewertet. Und dann ist die Taylor-Formel damit bewiesen. Also die Arbeit für die Taylor-Formel, die haben wir in Video 1 geleistet. Wir wollen noch ein Korrelat zu dieser Taylor-Formel uns hinschreiben. Das ist einfach ein Korrelat, was man sich einfacher merken kann. Ich hatte ja hier auch schon beim Aufschreiben gesagt, Sie sollten sich eigentlich hier diese Zeile merken. Also f an der neuen Stelle ist das hier. Ja, plus ein Fehler, aber der Fehler ist klein. Schreiben wir es mal exakt auf. Also f von u nach r und x und xi wie oben. Also wie in Satz 2. Also sprich wie in Satz 1. Dann können wir auch sagen, f von x plus xi, ich schreibe jetzt bewusst die Taylor-Formel nochmal hin, das übt es gut ein, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht beim Video gucken mitschreiben, wäre keine schlechte Übung, die Finger sorgen dafür, dass man sich die Sachen merkt. Also was ist die Taylor-Formel? Es ist die Summe alle Alpha-Betrag kleiner gleich k, 1 durch Alpha-Fakultät, ja, und das ist eben so schön, weil es jetzt wie die eindimensionale Taylor-Formel ist. Ja, weil bei der eindimensionalen Taylor-Formel ist der Multiindex eben kein Multiindex, sondern es ist nur eine natürliche Zahl. Da ist das Alpha sozusagen selbst das K, also oder ein J, was bis K läuft, einfach nur eine Zahl, und da steht 1 durch J-Fakultät. Das ist die alte Formel, muss ja auch sein. Also das ist 1 durch Alpha-Fakultät, d Alpha f an der Stelle x mal xi hoch Alpha. Ja, so einfach ist es. Und dann, gut, plus ein Fehler. Und jetzt schreibe ich eben doch auch mal das Landau-Symbol hin, was Forster gerne verwendet. Das klein o von xi Norm hoch k. Was soll das heißen? Also ich habe das Landau-Symbol nie definiert. Der Satz ist fertig, ich schiebe eine kleine Definition hinterher. Wenn wir sagen, f von x also können wir sagen, eine neue Funktion, rho von xi gleich Ordnung xi hoch irgendeine Potenz, bleibe ich beim K. Das definieren wir als, also es gibt ein großes O und ein kleines O. Groß O heißt, das soll so die Größenordnung von Xi hoch K haben. Klein O heißt, es ist sogar klein dagegen. Also das gilt dann, wenn O von Xi, je nachdem, ob es ein Vektor oder eine Zahl ist, muss ich Betrag oder Norm schreiben. Schreibe mal auf jeden Sicherheitshalber Norm. O von Xi durch Xi Norm hoch K. Ich schreibe das hin, was hier steht. Und das gegen 0 geht für Xi. Ja, und jetzt kommt etwas, worauf ich hier deutlich hinweisen möchte. Man muss beim Landau-Symbol eigentlich immer sagen, meint man jetzt für Xi klein oder für Xi groß? Hier in diesem Zusammenhang ist immer eine kleine Störung von x gemeint, das heißt, wir reden immer von kleinen xi. Also hier ist gemeint für xi gegen 0. Ja, das wäre das Landau-Symbol. Und ja, ich mache vielleicht nochmal mündlich, wie ist es also zu verstehen? Wie ist jetzt diese Aussage zu verstehen? Die ist so zu verstehen. Betrachte die neue Funktion rho gleich dem hier minus dieser Summe. Das ist eine neue Funktion rho. Diese neue Funktion rho ist o von dem. Das heißt, dieses rho durch das geht gegen 0. Insofern mit dieser Definition ist diese Aussage ganz klar. Weil ich es erwähnt habe,
schreibe ich noch dazu, was ist denn mit dem Groß-O von Xi hoch K gemeint? Mündlich haben wir es gemacht, das heißt einfach nur, dass Rho von Xi durch das, was hier steht, dass das, ja, muss nicht gegen 0 gehen, aber es beschränkt für Xi gegen 0. Also wenn Xi gegen 0 geht, obwohl ja der Nenner gegen 0 geht, ist der Quotient beschränkt, geht nicht mehr unendlich. Okay, das war jetzt nochmal eine längliche Erklärung von dem Lambda-Symbol, weil ich es nie gemacht habe und Forster verwendet es in diesem Korollar. Also so ist jetzt die Aussage in dem Korollar. Ja, das ist aber ganz einfach. Also wir müssen uns ja jetzt nur den Fehler anschauen. Also Beweis, ich habe ja gesagt, wenn ich hier klein o von Xi hoch k schreibe, dann heißt es, das ist eine neue Funktion, die ist gegeben als das hier minus das hier. Also das Rho von Xi, x ist für mich jetzt festgehalten, Rho von Xi, das ist eine neue Funktion, ist f von x plus Xi minus diese Summe Alpha Quere gleich k 1 durch Alpha Fakultät e Alpha f x xi hoch Alpha. Oft schreiben hilft hier wirklich, dann weiß man es immer wirklich gut. Also als Rho nehme ich die Differenz dieser beiden Funktionen und nach dem Satz 2 weiß ich, dass es von der Form ist, wie es hier unten steht. Also Rho von xi, also hier ist es nur eine reelle Zahl, ich schreibe jetzt einen wirklichen Betrag, durch xi hoch k ist nach Satz 2, ja, Satz 2 gibt es Rho explizit an, das ist Summe Alpha gleich k plus 1 und dann selbe Formel 1 durch Alpha Fakultät d Alpha f, aber an der Zwischenstelle plus Theta xi, xi hoch Alpha. So, jetzt habe ich aber noch nicht Beträge genommen und noch nicht durch Xi hoch K geteilt. So, und jetzt kommt der Punkt, weswegen wir das eigentlich hier machen. Der Punkt ist, wir müssen uns noch überlegen, wie ist es mit dem Xi hoch Alpha und dem Xi-Betrag hoch K, wie stehen die zueinander? Also Xi hoch Alpha durch Xi Betrag hoch k. Da müssen wir uns jetzt erinnern, was ist denn eigentlich Xi hoch Alpha? Das ist ja Xi 1 hoch Alpha 1 mal Xi 2 hoch Alpha 2 und so weiter. Mal Xi n hoch Alpha n. Und das durch Xi Norm hoch k. Jetzt ist aber jedes einzelne Xi, jede Xi-Komponente, Xi 1 mal Betrag ist ja kleiner als die Länge des Vektors. Ein einzelner, also umgekehrt ist einfach zu den Länge des Vektors, ermittle ich ja über die Summe der Quadrate und die Wurzel daraus, ist größer als jeder einzelne Eintrag. Also jeder einzelne Eintrag ist kleiner als die Norm von Xi. Und da mache ich jetzt ein J draus. Für alle J ist der Eintrag kleiner als die Norm. Das heißt, wenn ich jetzt, selbst wenn ich hier den Betrag nehme, jeder einzelne hoch Alpha 1 ist kleiner, oder jeder einzelne ist kleiner dem, dann steht hier oben, das ist kleiner als, also ich kürze noch nicht, sondern ich sage, Xi 1 ist kleiner als Xi Norm hoch Alpha 1 und weiter Xi Norm hoch Alpha n. Das Ganze geht durch Xi Norm hoch k. Jetzt ist aber die Summe der Alpha, also jetzt verwende ich, dass die Summe der Alpha j, die Länge der Alpha, das ist ja genau, ja, jetzt sind wir jetzt in dem Fall
Länge der Alpha ist K plus 1. Dann ist das hier oben Xi hoch K plus 1. Und in der Xi hoch K. Ja. Das geht aber gegen 0, also ich kann jetzt Xi hoch K kürzen. Das ist nur noch wie Xi. Das geht gegen 0 für Xi gegen 0. Und wir schauen, ob Foster da wirklich das weggeschmissen hat, dass es nicht Ordnung, nächste Ordnung ist. Ah. Ja? Genau. Genau, ich habe jetzt nicht genau Foster bewiesen, sondern ich habe jetzt eine Formel bewiesen für ein f, das k plus einmal stetig differenzierbar ist. Und Foster macht eigentlich ein bisschen eine andere Formel, nämlich da setzt er nur voraus, dass f k mal stetig differenzierbar ist und dann stimmt diese Formel trotzdem. Na, die rechne ich jetzt nicht auch noch vor, aber mein Satz, mein Korrelat ist bewiesen, wenn es k plus einmal stetig differenzierbar ist, dann gilt das hier. Und man hätte hier sogar ein bisschen mehr angeben können. Das ist ein Groß O von K plus 1. Das haben wir hier eigentlich erhalten. Also unser Satz ist bewiesen. Wie gesagt, der Foster-Satz ist eigentlich ein kleines bisschen stärker. Der ganze Stoff in diesem Kapitel ist eigentlich nicht besonders schwierig. Man muss so ein bisschen sich an die Notation gewöhnen. Man muss, ja, es ist vor allem die Schreibweise, es ist Gewöhnung. Und damit wir genau diese Aufgabe jetzt gut hinkriegen, dass sie sich nämlich daran gewöhnen, wie man da rechnet, wollen wir jetzt noch mit vielen Beispielen oder erstmal im Konkreten rechnen. Die Rechnung lautet jetzt, wir wollen uns die Taylor-Formel nochmal bis zur zweiten Ordnung anschauen. Ganz explizit. Taylor bis zweite Ordnung. Also, ja, das ist hier doch ziemlich abstrakt aufgeschrieben. Machen wir es mal konkret. Also, wie sieht f von x plus xi aus? Machen wir einfach in zwei Schritten, ganz langsam. Wir müssen jetzt über alle Alpha-Betrag kleiner gleich k summieren. Also ganz langsam, Alpha-Betrag gleich 0 sind die einen Alpha, die wir nehmen müssen. 1 durch Alpha Fakultät d Alpha f in x xi hoch Alpha. Dann kommen, schreibe ich jetzt die nächsten Terme, alle Alpha der Länge 1 und derselbe Ausdruck. 1 durch Alpha Fakultät d Alpha f von x xi hoch Alpha. Und dann schließlich alle Alpha der Länge 2, 1 durch Alpha Fakultät, d Alpha f von x, xi hoch Alpha. Okay, der erste, ein bisschen mehr Platz, der erste ist ganz einfach. Bei dieser Summe hier, da gibt es nur einen Summanden, nämlich es gibt nur Alpha gleich, wie viele Einträge hat Alpha? So viele, wie es Richtungen gibt. Das soll beliebig sein, n. Also, aber es gibt nur die Möglichkeit, dass ich nur Nuller in den Alpha-Vektor reinschreibe. Also n, klein n, Nuller bilden den Alpha-Vektor. Das ist der einzige, der hier vorkommen kann. Was ist dann Alpha-Fakultät, was hier vorkommt? Ja, Nullfakultät ist 1, und dann nehme ich jetzt Nullfakultät mal Nullfakultät und so weiter, ist einfach 1. Was ist d Alpha f? Ja, d Alpha f ist einfach f, denn ich differenziere 0 mal in die erste Richtung, 0 mal in die zweite Richtung und so weiter. Also habe ich 0 mal differenziert. Und was ist xi hoch Alpha? Ich nehme xi 1 hoch 0, macht 1. Xi 2 hoch 0 macht wieder 1 und so weiter. Es kommt also nur 1 raus.
Also, die Summe ist weg, denn wir haben nur ein Alpha. 1 durch Alpha Fakultät ist weg, es gibt nämlich Alpha Fakultät ist nämlich 1. D Alpha F ist F, also endlich können wir das hinschreiben, F an der Stelle X. Und Xi hoch Alpha ist 1. Wir sind fertig mit dem ersten Teil. Das ist einfach F von X. So muss es ja auch sein. Die Taylor-Formel soll, also bis zur ersten Ordnung hatten wir die schon dastehen, das ist F von X plus Ableitung mal Xi. Mal schauen. So. Also jetzt, was steht hier? Welche Alpha der Länge 1 gibt es? Ja, da gibt es schon mehrere, und zwar Alpha gleich EJ. Also ich kann 1, 0, 0, 0, 0, hat die Länge 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Das heißt, die Alpha, die ich durchlaufe, sind gerade die EJ. Was ist das 1 durch Alpha Fakultät? Weil ich nehme bei einem Eintrag nämlich 1 Fakultät, bei den anderen Einträgen nehme ich 0 Fakultät. Ich nehme also überall bekomme ich eine 1. Dann 1 mal 1 und so weiter. Das ist 1. Was ist D Alpha F? Na, je nachdem, was das EJ war, ist es das DJF. Und das Xi hoch Alpha, machen wir vielleicht dann nochmal langsam, Xi hoch Alpha ist, also Xi hoch EJ, das ist das Xi, ich fühle es mal so, als wäre J nicht gerade 1, das Xi 1 hoch 0 und das Xi 2 hoch 0, alle hoch 0, aber das Xi J wird hoch 1 genommen. Da bleibt also genau Xi J stehen. Wenn ich jetzt also hier weiterschreibe, dann ist es eine Summe über die J gleich 1 bis N. 1 durch Alpha Fakultät ist 1. Dann die DJ-Ableitung von F an der Stelle X mal XJ. Ja. Wie gesagt, alles andere wäre schlimm gewesen. Die Taylor-Formel soll natürlich in den ersten zwei Termen das Bekannte liefern, nämlich Funktion plus Ableitung mal XI. Es sind sehr gute Approximationen normalerweise schon für F von X plus XI. Und dann geht es weiter. Ich werde noch korrigieren. Natürlich ungefähr gleich, weil ich nach zwei Termen abgebrochen bin. So, aber jetzt kommt eigentlich das Interessante, weswegen ich das machen wollte. Jetzt kommen die Alpha gleich 2. Was gibt es denn da für welche? Ja, da gibt es also natürlich die 2, 0 und so weiter. Also im Allgemeinen, also eine 2 irgendwo, schreibe ich Alpha gleich 2 mal EJ, weil ich an einer Stelle eine 2 stehen habe. Oder ich habe an zwei Stellen eine 1 stehen, aber an zwei verschiedenen Stellen. Also, oder Alpha sowas wie 1, 1 und dann Müller. Also Alpha gleich EI plus EJ und gemeint ist hier I ungleich J. Also diese zwei Bauarten von Termen gibt es. Ich hätte aber natürlich die ersten auch schreiben können als insgesamt das ist ja auch EJ plus EJ. Alpha gleich EI plus EJ und I darf gleich J sein. Aber ich muss eben bedenken, zum Beispiel dieses Alpha 2000, das kommt eben einmal vor und ich darf nicht zählen einmal I gleich 1 und J gleich 1 und dann noch ein zweites Mal zählen J gleich 1 und I gleich 1. Das ist dasselbe Alpha. Also versuchen wir das jetzt aber umzusetzen. Also wir gehen alle I und alle J durch. Ja, vielleicht machen wir erstmal schön säuberlich I gleich J und I ungleich J. Also die Summe I gleich J
Das sind die Alpha von der ersten Bauart. Und dann steht da 1 durch, was ist jetzt Alpha Fakultät? Bei dem, da kommt jetzt interessanterweise mal keine 1, sondern Alpha Fakultät ist jetzt 2. Also ein halb vom Alpha Fakultät. Und dann kommt die I-Ableitung, aber zweimal, weil ich zweimal in dieselbe Richtung gehe, die zweite I-Ableitung von F an der Stelle X. Und dann kommt Xi Quadrat. Ja, weil ich jetzt Xi hoch Alpha ist jetzt Xi, das Ite oder Jote, hoch 2. Und der andere Term ist die Summe mit I ungleich J. Das sind die anderen Alpha, die 2 Einser stehen haben. Und die haben jetzt wieder Alpha-Fakultät gleich 1. Schreibe ich mal hin, damit Sie sehen, ich habe es nicht vergessen. Und dann kommt DI, DJ, F, X, CI, CJ. Wir müssen uns fragen, haben wir jetzt alles richtig gemacht? Ja, da ist ja schon ein kleiner Unterschied zwischen diesen Summen. Hier steht, summiere alle Alpha-Betrag gleich 2 und hier steht jetzt I ungleich J. Aber wenn wir mal dieses Alpha anschauen, 1, 1, 0, 0, 0, zählen wir bei den Alphas ja nur einmal. 1, 1, 0, 0, 0 ist ein Alpha. Aber hier zählen wir es zweimal, weil wir einmal I gleich 1 und J gleich 2 haben. Und einmal i gleich 2 und einmal j gleich 1. Also müssen wir hier korrigieren. Ich mache das farbig, obwohl man das in Videos immer ziemlich schlecht sieht. Ein halb mal, wenn wir die Summe so schreiben. Also dieses ein halb kommt daher, dass in der Summe, wenn ich über alle i und j gehe, ich dieses Alpha doppelt zähle. Ich hätte es richtig schreiben können, wenn ich geschrieben hätte, zum Beispiel i kleiner j. Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich mache es mit 1,5 und dann nimmt das nämlich eine einfache Form an. Also ist jetzt, jetzt schreibe ich es doch mal ein bisschen kompakter, f von x plus d f von x mal xi plus, ja und jetzt 1,5, denn sowohl hier wie auch hier ist ein 1,5, 1,5. Zweite Ableitung von f, das muss man jetzt richtig verstehen, mal xi, ja jedenfalls, wenn wir es richtig verstehen, das x können wir wieder noch ein. Ich definiere es jetzt entsprechend. Diese Matrix ist eben jetzt ganz wichtig, diese Matrix ist die erste Approximation von f. Also wenn f nach r geht, das ist dann nur ein Vektor, ja, im Allgemeinen ist es eine Matrix. Also das ist die erste Approximation von f. Nullte Ordnung, erste Ordnung Approximation. Und die zweite Ordnung wird eben durch zweite Ableitungen gebildet. Also für f zweifach differenzierbar. Bezeichnen wir das auch als die Hesse-Matrix. Manchmal auch abgekürzt als Hess von f in einem Punkt x. Also ich übernehme die Notation von Forster. Die hessische von f in Punkt x ist gegeben durch die Einträge der zweiten Ableitungen. Also di, dj, f. Und wenn ich die jetzt mal für diese Zwecke mit A bezeichne, mit A die Hesse-Matrix von F in einem Punkt X, also einfach die Matrix der zweiten Ableitungen von F, was man aber richtig verstehen muss, wie das zu sehen ist, gilt, dass ein f an einer Stelle x plus xi ungefähr gegeben ist, oder vielleicht mal wieder mit dem kleinen o, das ist
f von x plus Ableitungsmatrix von f von x mal xi plus, und jetzt kommt der schöne Faktor 1/2, mit dem wir Video 1 begonnen haben, hier wieder 1/2. Und ja, der Term ist jetzt eben, wenn wir es mal uns langsam anschauen, ist eben 1/2. Ja. Also 1/2 Summe über alle i und j, einerseits die gleich j und andererseits ungleich j, von di djf mal den xis. 1/2 a mal xi, xi. Ja, das ist nämlich, und dann plus ein kleiner Fehler, bevor ich den vergesse, mache ich nochmal. Hier ist jetzt höhere Ordnung als das, was schon da steht. Also a xi ist die Summe über die j, a i j xi j. Und wenn Sie a xi nochmal Skalarprodukt mit xi bilden, dann hätte ich auch einen Malpunkt schreiben können, aber dann hätte ich doch zumindest klammern müssen. Und klar ist, erst bilde ich Matrix mal Vektor und das Ergebnis, den Vektor multipliziere ich wieder mit xi. Das ist dann gemäß dieser Regel, da muss ich jetzt über die i's noch summieren. Also ist die Summe über die i, j, a, i, j, xi, i, xi, j. Also die Matrix mal xi, xi ist ja von dieser sehr einfachen Form, also a, i, j mal xi, xi, j. Das ist aber genau der Term, den ich hier hingeschrieben habe. Das sind einfach die a, i, j, xi, i, xi, j. Und wenn a, i, j aber die zweiten Ableitungen sind, hier dieses d, i, d, j, f, dann ist das genau der Term aus der Taylor-Formel. Also so merken Sie sich die ersten Terme der Taylor-Formel. Die Matrix der zweiten Ableitung, also wohlgemerkt, das f geht nur nach r, nur skalarwertig, deswegen die ersten Ableitungen sind ein Vektor, die zweiten Ableitungen sind eben, ich sage mal, nur eine Matrix, weil ich nicht mehr noch die Komponenten von f alle einzeln machen muss, sonst wäre das etwas mit 3 Indizes statt mit 2 Indizes. Aber f geht nach r, also es ist nur eine Matrix, hat 2 Indizes, nämlich die Richtung, in die ich zuerst differenziere, die Richtung, in die ich dann differenziere. Und diese Matrix der zweiten Ableitung, die gibt mir diese schöne Approximationsformel für f. Jetzt also noch ein möglichst einfaches Beispiel für diese Approximation mit zweiten Ableitungen. Ich denke mir mal die Funktion aus f von x1, x2 ist e hoch x1 sinus x2. Und wir wollen eine Approximation in x gleich 0. Approximation in x gleich 0. So, da müssen wir jetzt nacheinander, und jetzt möchte ich Ihnen vorführen, dass das eine ganz mechanische Aufgabe ist jetzt, nachdem wir diese Theorie gemacht haben. Wir müssen nacheinander halt Funktionen auswerten, Ableitungen bestimmen. Also was ist f? Das ist ja der Nullvektor natürlich. Ne? Also x1 und x2 sind beide 0. Also f von 0, da sind jetzt beide 0, dann ist e hoch 0 ist 1, aber Sinus von 0 ist 0. Also f von 0 ist 0. Die Ableitungsmatrix von f, die beschaffen wir doch jetzt in einem beliebigen Punkt. Und die sieht so aus, dass ich nach der ersten Richtung differenzieren muss und dann nach der zweiten. Die schreibe ich nebeneinander. Nach der ersten Richtung differenziert, i hoch x1 reproduziert sich, dann gibt es e hoch x1 und das andere ist nur ein Vorfaktor, den schreibe ich ab. Jetzt differenziere ich nach der zweiten Richtung, dann lasse ich x1 fest, i hoch x1 bleibt also stehen und sinus x2 differenziere ich, gibt cosinus x2. Das ist die Ableitungsmatrix. Die Ableitungsmatrix in Punkt 0 können wir vielleicht dann auch noch auswerten. Der erste Eintrag ist 0, weil der Sinus von 0 0 ist. Der zweite Eintrag, endlich haben wir mal was, e hoch 0 ist 1 und Cosinus von 0 ist auch 1. Also 1. Was sind jetzt die zweiten Ableitungen? So, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht, ach nein, bin ich vorsichtig.
berechne die Matrix der zweiten Ableitungen. Gut, das ist jetzt also die erste, was links oben steht, ist immer einfach. Das ist immer 1 und dann wieder 1. Also, nach dem ersten differenziert und dann nochmal nach 1 differenziert. Also e hoch x1 reproduziert sich jetzt nochmal und minus x2 war ein Vorfaktor. Und jetzt muss ich rechts oben entweder den ersten nach 2 differenzieren oder den zweiten nach 1. Ich war schon, ersten nach 2 gibt e hoch x1 Cosinus oder den zweiten nach 1 dasselbe. Ist ja komisch. Ist natürlich überhaupt nicht komisch, denn D1, D2f ist dasselbe wie D2, D1f, das ist das Lemma von Schwarz. Das heißt, wir können hier rechts oben, steht dasselbe wie hier links unten, wir können nichts falsch machen, wir rechnen jetzt einfach 1 von beiden. Ich differenziere jetzt mal das nach x2, dann gibt es e hoch x1 Cosinus x2 und hier dasselbe. Und jetzt muss ich schließlich noch den zweiten nach dem zweiten differenzieren. Das gibt ein Minus Sinus, also e hoch x1 und Minus habe ich schon vorgezogen, x2. Also die zweiten Ableitungen von f in der 0, die haben jetzt natürlich dann doch wieder eine einfache Form. Da ist der Sinus nämlich 0, der Sinus ist 0, Cosinus ist 1, Cosinus ist 1. Hier hat die Form 0, 1, 1, 0. Wenn sie nicht symmetrisch wäre, wäre das wieder überraschend. Wenn man von Schwarz sagt, muss symmetrisch sein. Also ist die Approximation von f. Die Approximation von f ist f von xi ist ungefähr gleich für kleine xi f von 0. Plus Ableitung von f, also 0, 1 mal xi, also xi 1, xi 2, plus, und jetzt die Formel sagt 1 halb, nie das 1 halb vergessen, plus 1 halb, und jetzt machen wir es aber gleich in der Form, a mal xi, xi. Also, wenn das das A war, ist es A mal Xi, Xi. Das ist also 0, brauche ich nicht abschreiben, Xi 2 plus, und jetzt A mal Xi für dieses A ist, der tut jetzt sozusagen das Xi um, der steht dann oben Xi 2 und unten Xi 1. Xi 2, Xi 1 und A Xi mal Xi ist oben, also oben ergibt sich Xi 1 mal Xi 2 und unten auch. Gibt also 2 mal Xi 1, Xi 2. Aber es sind ein Halb davor, also gibt es insgesamt nur Xi 1, Xi 2. Das ist die Approximation, die die Taylor-Entwicklung vorschlägt. Habe ich das Beispiel extra so einfach gemacht, damit wir direkt sehen können, ob das richtig ist. Das f sieht so aus und jetzt mache ich mal sozusagen, ohne dass wir das jetzt gerechtfertigt hätten, eine einzelne Taylor-Entwicklung. E hoch x1 ist 1 plus x1 plus höhere Ordnungsterme. Das ist mein Ersatz für e hoch x1 gerade. Und Sinus x2 ist x2 minus irgendein Vorfaktor mal x2 hoch 3. 1 durch 3 Fakultät. Aber alles, was zur dritten Potenz ist, interessiert uns schon nicht mehr. Das heißt, das geht los mit x2. 1 mal dem interessiert mich schon nicht mehr. Dann kommt x1 mal x2 und
dann kommt X3 mal den, interessiert mich natürlich noch weniger. Also so würde ich erraten, sieht das F ungefähr aus. Und stimmt natürlich mit unserer Formel gut überein. F von Xi ist im Wesentlichen Xi2, der zweite Eintrag X2 und Xi1 mal Xi2. Also diese Taylor-Formel, die scheint schon sinnvoll zu sein. Und es ist also jetzt wirklich wichtig, dass man sagt, okay, man braucht es natürlich nicht genauso oft wie die erste Ableitung, aber von einer ähnlichen Bedeutung wie die erste Ableitung, Approximation mit einer linearen Funktion, von einer ähnlichen Bedeutung ist die zweite Ableitung, dann nehme ich in die Approximation noch Polynome zweiten Grades dazu, um besser approximieren zu können. Das Ausrechnen geschieht ganz mechanisch, die hessische von f in einem Punkt x kann ich einfach durch zweimal partiell oder mehrfach partiell differenzieren ausrechnen. Gut, das wollte ich in diesem Video 2 machen in dieser Woche. Jetzt kommen wir als nächstes dann zu Extrema.